Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Malfein und in diesem Video zeige ich euch etwas von Star Wars. In diesem heutigen Video geht es wieder weiter mit den exklusiven Power of the Force 2 Figuren, welche bei Fahrzeugen oder Raumschiffen dabei gewesen sind. 1998 bis 2000 kamen diese Figuren mit den Schiffen heraus. Wir haben einmal hier den A-Wing Fighter, welcher auch neu aufgelegt wurde, damals sehr gefragt war in der Droids Line, zusammen mit einem A-Wing Piloten und den allseits beliebten Y-Wing Fighter mit einer exklusiven Y-Wing Pilotenfigur. Dieser 2000er erschienene Y-Wing Pilot mit dem Y-Wing, es war ebenfalls ein Target Exclusive. Und diese Figur ähnelt natürlich einem Rebellenpiloten der Allianz, welcher in x verschiedenen Fahrzeugen saß, also Y-Wing oder X-Wing, zumindest von der Montur, und später änderte sich erst diese Montur. Am Angriff auf den Todesstern, auf den ersten, waren die Piloten so ziemlich alle gleich. Ja, er hat keinen weiteren besonderen Namen, allerdings ein anderes Gesicht, wie damals Wedge Antilles oder Luke Skywalker, einen anders gestalteten Helm, hier mit dem typischen Emblem der Rebellenallianz, hier ein paar Verzierungen am Helm, Streifen. Ansonsten hielt sich die Pilotenuniform so ziemlich gleich. Die schwarzen Handschuhe hier, das Gurtzeug oder Pilotengurte sind hier angedeutet. Bewegungspunkte hier 5, 6 Stück. Das Einzige, was hier sich abhebt, ist der Schlauch zu der Überlebenskonsole. Und hier ist noch etwas separat angemalt, noch ein bisschen weiß unter dem Handschuh hervorscheinend. So, beginnen wir mal mit dem Y-Wing, welcher eigentlich auch die gleiche Form ist wie sein Original damals von 84. Und der Unterschied hier zum Beispiel hat kleinere Lasergeschütze und keine Elektronik. Trotzdem ein sehr schönes Teil. Hier die ganzes Innenleben, nachdem die Rümpfe ja praktisch entfernt wurden von den damaligen Y-Bombern aus den Klonkriegen. Die Antriebsdüsen mit der Verlängerung, mit den Streben. Auch hier wieder sehr schön der schmutzige Grundton. Und weiterer Unterschied zum Original ist, dass hier eine Astromech-Einheit, eine R2-Einheit fest integriert wurde und nur der Kopf zum Bewegen ist. Also bei der alten Version konnte man eine Actionfigur eben hier rausnehmen und reinstecken. Das war damals eigentlich besonders. Wir haben hier zwei Knöpfe, einen Druckknopf und einen Schiebeknopf. Aber dazu kommen wir noch. Und hier oben eine schwenkbare Laserkanone, Lasergeschütz, also das Überbleibsel aus der Republik-Ära. Und ein Cockpit, welches zur Seite geöffnet wird. Auch hier ist das Cockpit-Innenleben wieder mit Aufklebern versehen. Und man kann eine Pilotenfigur oder irgendeine andere Actionfigur hineinsetzen. Passt eigentlich sehr gut hinein. Dreht man nochmal kurz auf die andere Seite. Andere Seite ist identisch. Diese Schnüre hier sind bei mir die Aufhängungen für die Deckenbefestigung. Das würde nicht wundern, gehören nicht original dazu. Schauen wir uns nochmal kurz hinten das Hinterteil an. Und jetzt kurz zu den Knöpfen hier. Dieser Schiebeknopf, wenn man ihn nach hinten schiebt, fährt sich hier unten das Fahrgestell ein.
und wieder aus. Das war auch schon beim Original so und wurde sehr schön hier auch beibehalten. Man sieht hier unten eine Bombe hängen und das ist der andere Knauf hier oder Knopf. Der löst dann hier oben. Moment. Löst dann hier oben eine Verzahnung und wirft die Bombe ab. Man sieht hier die Bombe, welches auch dem Original nachgebaut wurde. Allerdings konnte man die ursprüngliche in zwei Teile hier zerlegen. Eines meiner Lieblingsgefährte. Die nächste exklusive Figur ist ein A-Wing-Pilot, welcher 96, 97 eben der Power of the Force 2 Line herauskam, zusammen mit dem damals sehr seltenen A-Wing Fighter, den es nur in der Droids Line gab. Den Piloten gab es in der Power of the Force Line, aber das Raumschiff kam in der Droids Line heraus. Diese Neuinterpretation hat eigentlich auch was für sich. Sie unterscheidet sich natürlich von den normalen Rebellenpiloten, hat hier schon mal einen grünen Overall, ein etwas kleineres Lebenserhaltungssystem und auch der Helm ist komplett anders. Auch sie hat wieder die typischen 6 Bewegungspunkte. Wie die anderen Figuren auch. Das einzige Unterschied zu den anderen war, dass hier keine Backholes drin waren. Endlich gab es ihn wieder, den A-Wing Fighter, welcher allerdings keine allerlei Elektronik hatte wie das Original. Allerdings sehr schöne Farbgebung und eben eine exklusive Figur dabei. Es ist der gleiche Mold, damals verwendet wurde und endlich hatte man einen. Auch hier sehen wir wieder die Aufhängungskabel an meiner Decke, also gehören original nicht dazu. Wir haben hier schon beim Anblick die ganzen Rostspuren oder abgelackten Dinge, Teile. Wir haben hier Sticker, wie damals eben üblich war, ganzen Dreck hier oben. Die Kanonen an den Seiten kann man etwas herausziehen und dann drehen. Und schwenken. Wir haben hier in der Mitte das Cockpit, ein kleiner wendiger Fighter eben. Das Cockpit übrigens kann aufgrund dieses Hebels hier hinten, der nach vorne gedrückt wird, geöffnet werden. Und zeigt auch hier wieder Aufkleber als Cockpit-Verzierung. Die Figur kann dann eben hineingesetzt werden. Dann drin. Die Rückseite ist hier noch mit transparentem Plastik versehen. Es war wohl geplant, dass man doch ein bisschen Elektronik reinbaute und dann ein paar Lichtelektroden reinbaut, aber hat man leider nicht gemacht. Die Unterseite zeigt hier noch das ursprüngliche Batteriefach, welches normalerweise auch aufgemacht werden könnte. Aber es ist leer. Schön für Bastler, die dann hier einfach die Batterie verstecken können. Ich habe da nämlich einen modifizierten bekommen und der hat Elektronik drin und ist so gut verstaut worden. Habe ich schon mal in einem anderen Video, in einem Vergleichsvideo gezeigt zu den A-Wings, wenn es interessiert. Das Schöne ist, dass auch hier die Unterseite verziert ist und wir haben auch hier nochmal einen Schiebemechanismus, der ähnlich wie beim Y-Wing die drei Beine ein- und ausfahren lässt. Allerdings ist dieser Mechanismus sehr starr oder abgebrochen. Ich weiß es nicht, oder stören hier die Fäden. Auf jeden Fall können die Füße hier eben ein- und ausgefahren werden. Man sieht hier hinten, dass der Hebel
sich bewegt dabei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut!